Also Arthrose habe ich an meinem eigenen Leib erfahren. Arthrose ist, wenn es zwischen dem Gelenk keine Schicht mehr hat, Knorpelschicht mehr hat und die Knochen praktisch aufeinander reiben, dann tut es wirklich weh. Wie wird denn Arthrose in der Schulmedizin behandelt? Ja, so das Übliche. Zuerst mal Schmerzmittel, Cortison und solche Sachen. Mit Operationen bis zum Schluss, dass man dann ein neues Kniegelenk reintut. Sind die Schmerzen denn dann auch wirklich, wirklich weg nach diesen Maßnahmen, nach den Operationen? Bis die Leute zu einer Operation gehen, dann haben sie viele Jahre mal Schmerzen. Weil die meisten haben ja ein bisschen Respekt vor Operationen, ganz grundsätzlich. Und dann, wenn sie, so wie ich mit Leuten spreche, die Arthrose, die das Knie also ersetzt haben oder ein Teil des Knies, die hatten eine Weile lang eigentlich recht gut, sagen wir so. Aber bis man so weit ist, das ist halt einfach ein Fremdkörper im Knie. Ja. Und die Leute, die jetzt, sag ich mal, Angst oder keine Lust vor, also ja, keine Lust auf Operationen haben, die welche Möglichkeiten gibt es denn da? Ja, die machen es am besten so wie ich. Du hattest ja dann quasi deine Arthrose erfolgreich so behandelt, sozusagen. Ja. Mhm. Bei mir ist es so, früher war ich Spitzensportler. Und dann hatte ich war Skirennfahrer. Und wir haben natürlich viel trainiert. Heutzutage würde man das auch nicht mehr so genau so machen, also schonungslos gegenüber den Gelenken. Und dann hatte ich einen Unfall, Meniskus beim Fußball. Hatte man mir operiert und dann hatten sie die Hälfte des Meniskus rausgenommen. Und irgend nach 25 bis 30 Jahren später, da hatte ich richtig Probleme. Und da ich ein Naturmensch bin, ein Bewegungsmensch bin, geht das gar nicht. Ja, verstehe ich. Also, ja, ich kann nicht zu Hause bleiben. Aber viele Leute in meinem Alter oder eben schon jünger, oder um die 45, 50-jährig, die bleiben dann einfach zu Hause und sagen mir, ja, mir tut das Knie weh, ich kann nicht mehr hinunterlaufen. Ja. Das hatte ich auch. Ja. Das hatte ich auch. Und dann musste ich doch etwas tun. Du hast dein Schicksal sozusagen selber in die Hand genommen. Genau, also ich bin nicht liegen geblieben. Dass es nicht, am Anfang musst du einfach in Bewegung bleiben, auch wenn es mir ein bisschen weh tut. Und dann habe ich... Welche Mittel hast du dann genommen? Dann habe ich etwas gefunden, ja. Okay. Eben bei mir, ich nehme Resveratrol und Kurkumin zusammen in einem Drink. Und das ist ja möglich bei diesem Zweikomponentensystem, dass man das im gleichen Drink nehmen kann. Und das hat mir genützt, das hat mir geholfen. Ich bin ja Wanderleiter, Säumer und Wanderleiter auf der Sprienzroute und gehe im Jahr 2-3 Mal, manchmal sogar 4 Mal, vom Vierwaldstättersee Richtung Domodossola, also über die Alpen, so wie unsere Vorfahren. Und eine Woche, und das kann ich, oder? Aber das ist nur auch so gewesen, ich habe ein Mittel gefunden, habe aber nicht einfach gedacht, das Mittel macht es für mich, sondern ich habe mich auch ständig bewegt, ich habe meine Muskulatur aufgebaut, ich habe einfach gearbeitet, täglich etwas getan. Über welchen Zeitraum, kann man denn sagen, ist dann sozusagen die Verbesserung eingetreten? Also ich muss sagen, die Verbesserung ist innerhalb eines halben Jahres ist das sichtbar besser geworden. Ich habe, wenn ich jetzt so runterlaufe, merke ich, ich habe da zwischen den Knien, da ist wieder was. Und da habe ich eben das Gefühl, da ist was nachgewachsen, was meine Schmerzen genommen hat. Also ja, ich kann so wieder runterlaufen ohne Schmerzen. Und das ist ja das Schöne, oder? Und das können viele nicht mehr, oder? Und haben natürlich dann auch keinen Spaß mehr am Bewegen, haben keinen Spaß mehr am Wandern und sagen mir dann, wenn ich sage, kommt mit mir auf die Sprienzroute, sagen mir, ja, ich habe Arthrose, ich kann mir nicht mehr bergab laufen und so Sachen, das geht nicht. Ja, und dann? Dann sage ich jeweils, ja, so weiß ein bisschen wehtun, das macht ja nichts, aber bleib in Bewegung. Die sollten es einfach mal hier nachmachen. Die machen es einfach so mal nachmachen, das, was ich genommen habe, nehmen
Und das ist dann immer noch viel billiger als ein künstliches Knie. Und es tut weniger weh. Absolut. 100 Pro. Absolut. Ja. Man kann, sag ich mal, nichts mehr falsch machen, als es nicht auszuprobieren. Man kann wirklich nichts falsch machen. Es ist ein absolutes Naturprodukt. Beide, Resveratrol und Kurkumin. Kurkumin speziell ist ja auch Antioxidant, das ist schmerzlindernd, entzündungshemmend. Weil es hat immer, wenn etwas auf den Knochen feilt, gibt es ja auch Entzündungen. Und das hat mir das Kurkumin wirklich weggenommen. Und das Resveratrol als Anti-Aging-Produkt, wo die Zellteilung fördert, das Nachwachsen fördert von neuen Zellen, hat den Aufbau offenbar gemacht. Von dem her natürlich bin ich sehr zufrieden und gehe jetzt jedes Jahr, bis ich 80 bin, vielleicht noch mehr. Übrigens, heute habe ich Geburtstag, bin 60 und kann noch so runterlaufen. Respekt. Also gut. Man darf ja auch ein bisschen stolz sein, wenn es gut geht, oder? Genau. Absolut. Danke dir. Ja. Gut.